So, wir reden hier die Armitec Dobermann Pro. Eine sehr, sehr taktische, robuste Taschenlampe. Ist extrem griffig. Gerade hier mit dem taktischen Ring liegt sehr, sehr gut in Hang. Sehr direkt, schnell, einfach zum Bedienen. Oder respektive, man kann sagen, es ist, wenn sie eingestellt ist, dann ist sie sehr, sehr einfach und simpel zum Bedienen. Es braucht aber am Anfang natürlich ein Geschick. Oder einen Blick in die Bedienungsanleitung, bis man dann wirklich ganz genau weiss, wie man sie einstellen kann, von den Betriebsmodi her. Ist aber sehr, sehr direkt, sehr schnell, direkter Zugriff in die volle Leistung oder auch je nachdem direkter Zugriff in die Strobofunktion. Hier haben wir jetzt das Modell in Kaltweiss mit 1500 Lumen Maximalleistung. Es gibt noch das Modell in Warmweiss mit 1400. Das wird sicher, ob ich es richtig gesagt habe. Das ist das Modell in Kaltweiss mit 1500 Lumen und das Modell in Warmweiss hat dann 1400. So ist das. Jetzt die Bedienung hier alles über SEC, über den taktischen Endschalter. Und der reagiert sehr, sehr gut, ist sehr einfach zum Drücken, auch mit Händchen je nachdem, einfach zum Bedienen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt hier mal den Strahl an. Es gibt noch Alternativmöglichkeiten von Armitec im Bereich taktische Lampen. Und zwar gibt es noch die Viking Pro oder auch die Predator Pro. Das sind auch so andere Möglichkeiten. Bei der Viking haben wir insgesamt ein bisschen mehr Lumen, also ein bisschen mehr Licht und einen breiteren Leuchtkegel. Allerdings ein bisschen weniger Distanz und ist auch ein bisschen grösser vom Lampenkopfdurchmesser aus. Und was wir auch noch haben, ist die Predator Pro, wo dann nachher einfach gerade für höhere Distanz geeignet ist, wo dann einfach nochmal einen fokussierteren Spot hat. Ist aber allerdings nachher wiederum weniger von Vorteil auf kurze Distanzen oder auch in Innenräumen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir gerade schnell den Strahl an hier. Wir gehen direkt in die Turbo, in die volle Leistung. So sieht es aus. Es ist noch nicht komplett dunkel, aber ich würde sagen, man sieht hier jetzt bereits sehr schön, wie die Lampe so leuchtet. Und gerade die Form des Leuchtkegels, würde ich sagen, das ist jeweils relevant. So sieht es aus. Also doch relativ fokussiert. Für mich persönlich sehr, sehr angenehm jetzt so der Strahl, wie er aktuell wirkt oder aussieht, so vom Winkel her mit dem Spotlicht und auch ausdurch sieht man Flutlicht noch und mittig schön wirklich zentriert hier das Licht in der Mitte vom Leuchtkegel, das Spotlicht, sehr, sehr angenehm. Ich würde sagen, ist hier gerade ideal vom Verhältnis Spot zu Flutlicht. Und wir haben hier schöne Leuchtdistanz auch noch. So sieht es aus. Hier können wir in diverse weitere Modi umschalten. Ich würde sagen, das könnte man eigentlich schnell machen. Genau, das würde etwa noch passen. Und wir sind retour, jetzt schnell kurz ein paar weitere Helligkeitsstufen. Die genauen Lumenzahlen, die könnt ihr auch noch nachschauen. Die sind jeweils so in der Bedienungsanleitung publiziert. Je nachdem mal der Hersteller, respektive mal genau der Hersteller, der hat sie so publiziert. Dort ist alles beschrieben, die einzelnen Helligkeitsniveaus. Wir haben noch eine Strobofunktion hier. Das sind so die Zwischenstufen. Jetzt im Moment könnte ich gar nicht sagen, wie hoch die einzelnen Stufen sind hier in Bezug auf die Lumenzahl. Ich würde aber sagen, es ist hier eine angenehme Auswahl. Wir haben hier noch den Low-Modus, der, ich würde sagen, praktisch ist. Gerade so für kurze Distanzen. Geht aber doch auch schon bereits hier. Ich würde sagen, so auf 20-30 Meter sehen wir immer noch etwas auch jetzt hier in diesem Low-Modus. Für ganz, ganz nach würde ich sagen, ja, da könnte man natürlich eine andere Lampe nehmen, die ein bisschen mehr Flutlicht hat und nicht so einen intensiven Spot. Auf ganz nach würde ich sagen, kann sie blenden. Für eine Karte zu lesen, ist es eventuell gerade ein bisschen zu hell, immer gerade im Spot. So sieht es aus hier bei der Armitec
Dobermann Pro. Auf jeden Fall sehr, sehr taktisch, sehr, sehr griffig, sehr robust. Der Hersteller gibt 10 Jahre Garantie bei den Taschenlampen hier von Armitech. Also ich würde sagen, für einen taktischen Einsatz definitiv eine Empfehlung. Sie liegt super gut in Rang mit dem taktischen Ring. Das ist wirklich, würde ich sagen, das Hauptvorteil von Lampen. Und natürlich eben der direkte Turbo-Zugriff. Das ist Dobermann Pro. Weitere Infos findet ihr auch im Onlineshop unter muelleroutdoor.ch. Besten Dank soweit fürs Zuschauen und ich freue mich jetzt auf eure Nachricht oder natürlich je nachdem auch auf eure Bestellung.